dachte. Jesus, Leute, willkommen im Podcast. Ich habe heute einen ganz großartigen Gast. Der wird uns auf den Pfad der Tugend führen. Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn. Er wurde häufig vorgeschlagen, hier als Gast zu sein. Einer der letzten Verfechter des Christentums, der dafür sorgen wird, dass das Christentum sich in Deutschland wieder verbreitet und die Leute wieder auf den Pfad der Tugend kommen, wie ich bereits gesagt habe. Er hat früher auf Junor gestreamt, jetzt hat er gemerkt, dass Junor ganz schön kacke ist und streamt auf YouTube. Ich drücke jetzt schon mal den Knopf, da könnt ihr ihn sehen. Der einzig wahre Benedikt von Benedikts Bibel-Channel. Guten Abend, Leute. Herzlich willkommen beim Bibel-Channel. Wie geht's euch? Ja, eigentlich ja nicht beim Bibel-Channel, sondern im Impfung-Podcast, Folge 40 oder so. Aber du kannst gerne meine Plattform nutzen, um meine Gefolgsleute, meine Geschwister im Glauben zum richtigen Glauben zu führen. Frage an den Chat erstmal, wer von euch ist gläubiger Christ? Es dauert ein bisschen, wir haben leider ein wenig Verzögerung, aber ich kann dich ja schon mal am Anfang fragen, welche Religionen haben eine Chance, in den Himmel zu kommen? Natürlich einzig und allein der katholische Glauben. Nur die Katholen. Selbst wenn man evangelisch ist, hat man zwar den richtigen Weg gewählt, aber nicht ganz die richtige Entscheidung. Also da hat man dann doch den Pfad der Sünde gewählt, auf jeden Fall. Und wenn man ein Mormone oder ein, wie heißen die anderen, Baptist alles oder so ist, die sind auch alle nicht richtig, nur Katholiken. Ja, römisch-katholisch. Römisch-katholisch. Das ist der einzige Weg. Das ist der einzig richtige Weg. Und die anderen kommen, also kommen die in die Hölle oder kommen die in so einen Zwischenhimmel? Ich kenne mich da leider nicht. Eindeutig in die Hölle, also da gibt es keine Option. Da habe ich auch mehrmals gefragt. Also jeder Pfarrer, den ich gefragt habe, der hat mich darauf hingewiesen, dass das unverzeihlich ist, wenn man es bis zum Tod nicht geschafft hat, zu konvertieren zum richtigen Glauben. Kann ich die ganze Zeit ungläubig sein und kurz vorm Tod einfach nochmal rechtzeitig sagen, ich bin jetzt doch Katholik? Nicht, wenn du es bereits geplant hast. Oh. Sobald du es an irgendeinem Punkt in deinem Leben geplant hast, dies zu tun, war es das. Verdammt. Aber wenn ich das geplant hatte und mich dann umentscheide und es dann aber wirklich ernst meine. Das kommt dann auf den Glauben an, den du wirklich zeigst. Hast du schon Leute bekehrt, die jetzt in deiner Arbeit, also ich meine, andauernd, im Bibel-Channel andauernd, also wirklich, die meisten Leute haben ja angerufen, um bekehrt zu werden, um von mir auf den Pfad der Tugend gebracht zu werden, und ich glaube, ich war da auch relativ erfolgreich, was meine Mission da anging. Ja, das ist auch, also sehr löblich, was du da tust. Würdest du sagen, Zeugen Jehovas kommen die kommen auch in die Hölle. In die Hölle. Ich rede manchmal ganz gerne mit denen, weil die ganz interessant sind. Die reden ja auch immer mit mir über Jesus. Aber was machen die denn verkehrt? Was machen die denn anders als du? Warum du in den Himmel kommst und die nicht? Erster Fakt ist es schon mal, sie sind nicht römisch-katholisch. Allein dieser Fakt reicht aus, als dass sie in die Hölle kommen. Und da gibt es auch keinen Weg zurück. Und diese Geschichte, dass man sich nicht operieren lassen darf, das ist auch totaler Quatsch. Die dann bewusst ihre Familie da auswarten lassen, das ist doch schrecklich. Ja, fürchterlich. Erzähl uns doch mal ein bisschen von deinem römisch-katholischen Glauben, also was du so tust, um in den Himmel zu kommen. Was musst du dafür erfüllen? Was muss ich erfüllen, um in den Himmel zu kommen? Also auf der einen Seite muss man wirklich gottesgläubig sein und dem Glauben treu bleiben. Also da ist schon mal keine Frage dran vorbei. Man muss wirklich irgendwie mindestens jede Stunde mindestens einmal damit verbringen, wie Gott seinen Glauben zu offenbaren, dass er auch weiß. Man glaubt eigentlich permanent an ihn. Und wenn du das mal vergessen hast, dann ist es sehr schlimm oder nur ein bisschen? Ja, naja, kommt drauf an, wie lange und wie oft hintereinander ich es vergessen habe. Weil ab einem bestimmten Punkt gehört sowas auch bestraft. Gibt es bei euch, also Beichtstuhl? Ich kenne mich leider echt nicht so gut aus. Beichtstuhl ist katholisch, richtig? Ja. Also du kannst aber dann auch, wenn du Mist gebaut hast, in den Beichtstuhl gehen, oder? Ja, ich kann da in den Beichtstuhl gehen und meinem Pfarrer alles erzählen, was ich möchte. Und dann geht es mir wieder gut. Was hast du dem schon so...
Was hast du dem schon so alles erzählt oder darfst du das ja, aber nicht erwähnen? Das darf man ja nicht sagen. Das ist Ach, das ja, darf man nicht. Das darf man nicht sagen. Oh, das wusste ich nicht. Ich dachte, du kannst jetzt hier Geschichten erzählen aus deinem Sünderleben. Ich bin nun mal nicht auf dem Pfad der Sünde und da kann ich dir leider nicht helfen. Ja, der Chat hat eben gesagt, wir haben hier ein paar Leute, die gläubige Katholiken sind, aber das sind leider nicht so viele. Dann müssen wir vielleicht mal was dran ändern. Ich werde gerade aus dem Chat gefragt, ob ich weiß, dass du ein Hater bist. Verdammt, mein Burger fällt auseinander. Würdest du dich selber als Hater bezeichnen? Ich selber würde mich nicht als Hater bezeichnen. Aber wie hast du bei YouNow, als du noch da warst, hast du da mehr Sünde gesehen als sonst und hast du da Leute von der Sünde abbringen können? Ja, permanent. Leute von der Sünde abbringen können, habe ich nonstop. Also alleine, dass ich die ganzen Leute vom Stream der Sünde, dem Drachenstream, weggezogen habe. Alleine dadurch habe ich sie vom Weg der Sünde, auch wenn nur für einen kurzen Zeitpunkt, abgebracht. Mhm. Dass sie mir zugeguckt haben und sich vielleicht etwas haben bekehren lassen, beruhigen lassen, etwas runterziehen lassen. Was macht denn den Drachenstream zum Stream der Sünde? Was macht den Drachenstream zum Stream der Sünde? Also, ich hatte ja auch einen Livestream mit dem Drachenlord und als Fazit davon kann ich sagen, dass der Drache ein unglaublicher Sünder ist. Er hat auch mehrmals schon in seinen Streams gesagt, dass er, es tut mir leid für meine Ausdrucksweise, also es tut mir nicht nur dir leid, sondern auch jetzt schon. Er meinte, ich scheiße auf Gott und ich scheiße auf Religion, ich bin das oberste Wesen, meinte er. Ich bin das und höchste Wesen, das es gibt, hat er gesagt. Das höchste Wesen, das es gibt, tut mir leid. Und bei sowas ist kein Pardon. Mhm. Ich habe auch ein Lied von ihm damals gehört. Das kann ich hier vielleicht schon mal einspielen. Moment. Das ist so ein kurzer Ausschnitt gewesen. Da hat er sich an der frevelhaften Musik Black Metal versucht. Und ich glaube, man findet es leider nicht mehr. Aber ich glaube, die einzige Stelle, in die ich mich erinnere, war, dass er gesungen hat, dann töten wir zusammen die Christen. Und das fand ich wirklich gemein. Das ist nicht nur gemein. Also, wie gesagt, alleine wegen solchen Aussagen, der Channel der Sünde, der Kanal der Sünde, der Stream der Sünde, wie auch immer man es nennen möchte. Hast du Weggefährten auf deinem Glaubenszug? Auf deiner Glaubensmission, Leute, die Ungläubigen zum Christentum zu bekehren? Warte mal kurz. Was ist denn da los? Hallo? Tut mir leid. Nicht schlimm. Man sieht dich nicht mehr richtig. Du hast die Kamera nach unten gebogen. Ja, ich weiß, das ist mir so passiert. Ich hab hier teilweise Leute gesehen, die so durch die Straßen gehen und da Leute bekehren. Das machst du nicht, oder? Du machst nur dein Internet. Das mache ich nicht. Ich habe Anstand. Ach so, das sollte man nicht machen. Es gibt hier manchmal Leute. Das sollte man nicht machen. Nee. Man sollte keinem seinen Glauben aufdrücken. Ah, ich habe manchmal nämlich Leute gesehen, die draußen herumgelaufen sind mit so Schildern. Ich habe damals mit einem Mann öfter geredet. Der hatte, ich weiß nicht, ob der katholisch war oder evangelisch, der hatte so ein großes Schild getragen, auf dem oben so ein Bibelzitat stand und auf der Rückseite von dem Schild stand, Jesus rettet. Und mit dem habe ich gerne mal geredet. Der hatte eine Erfahrung gemacht, dass ihm, glaube ich, ein Unfall geschehen ist und die Leute ihn aufgegeben haben, aber dann ist er doch wieder zu den Lebenden gekommen und meinte, das kann nur ein Wunder gewesen sein. Jesus müsste ihn gerettet haben. Ja, es wird wahrscheinlich auch Jesus gewesen sein. Also, weiß nicht, unser Erlöser hat schon manche Wunder von sich gebracht. Aber dass der daraus den Schluss gezogen hat, durch die Innenstadt zu gehen und in der Fußgängerzone die Leute zu bekehren, das ist verkehrt? Ist das verkehrt in diesem Sinne? Also,
wenn er es wirklich ernst meint und sich genötigt dazu fühlt, seinen Glauben weiterzugeben, ja, dann finde ich, ist das eine gute Sache. Es gibt da ja auch einen Pfarrer in Paderborn, ich weiß nicht, ob du Kontakt zu dem hast. Hubertus Groppe, sagt er dir was? Nein. Den würde ich auch sehr gerne mal in diesen Podcast einladen, aber ich glaube, der Mann kommt nicht so gut mit dem Internet klar. Ich kann das mal hier einblenden, vielleicht finde ich den ja. Also Hubertus Groppe ist er tritt wohl als Kleriker auf, aber ist angeblich keiner. Die Kirche distanziert sich von dem Mann. Kann man den hier sehen? Ah ja, wenn man jetzt hier die Bilder sieht, also der, aber er hat hier ein Buch, da steht das Evangelium drauf. Also das ist wohl, müsste dann ja eigentlich die verkehrte Seite sein für dich gesehen, oder? In der Tat. Also... Oh, ich habe hier immer noch den falschen Namen stehen. Ja, okay, red halt weiter. Wenn der jetzt die Leute über den evangelischen Weg zum Christentum bekehrt, das... Ist auch ganz falsch. Also das, finde ich, gehört auch bestraft. Womit? Womit? Naja, also... Von Gott, oder? Gott wird letztendlich darüber richten, ja. Auch anders oder nur Gott? Nur Gott. Es gibt natürlich auch Leute, die Selbstjustiz verüben, aber das... finde ich, liegt nicht in den Händen der Menschen. Also man sollte eigentlich, wenn du jetzt einen Sünder siehst, dann sollen die den Sündigen lassen oder sollen sie einschreiten? Weil im Grunde kann ja am Ende Gott eigentlich die sämtliche Entscheidung... Kommt drauf an, was für eine Art von Sünde. Also jetzt Art von Sünde, zum Beispiel als Christ nicht die CDU wählen, das ist eine Todsünde und da kann man ihn nicht sündigen lassen. Aber wenn jetzt diese Person, ich weiß nicht, den Weg begeht, jemanden anderen zu verletzen oder so, dann sollte man der Person vielleicht irgendwie die Zeit lassen, vielleicht selber drauf zu kommen, den Weg zu ändern. Du wirst gerade vom Feld gebeten, den Leuten zu erklären, warum Jesus sterben musste. Warum musste Jesus sterben? Ja. Es ist alles Schuld der Ungläubigen. Aber Gott hätte den doch beschützen und vor diesem Unglück bewahren können. Gott ist auch nicht für alles verantwortlich. Ist er nicht allmächtig? Gott ist allmächtig, aber Gott gibt den Menschen auch ihre eigene Verantwortung. Die sind für sich selber. Und wenn sie der Meinung sind, ihren Erlöser zu töten, weil die Menschheit zu dumm und zu ungläubig war, um in der Lage zu sein, zu verstehen, dass sie gerade Jesus vor sich haben, dann ist es ihre Schuld und sie sollten für immer bestraft werden, was sie ja auch in mancher Hinsicht wurden. Nur die Leute, die das gemacht haben, oder alle Menschen? Naja, alle bis auf die wahren Christen. Wie viele sind das ungefähr gerade? Ungefähr, ich weiß nicht, also so von dem, so alle Leute, die ich kenne, sind das so ungefähr 80% der Welt. 80% der Welt? Ja. Sind gläubig also oder sind ungläubig? Nicht gläubig. Tatsächlich, also, aber es sind doch auch sehr viele Muslime, Juden, Buddhisten und so weiter. Ja, aber 80% stimmt. 80% aber nicht Katholiken. Doch. 80% Katholiken. 80% sind gläubig und haben den wahren Glauben. Oh, das ist ja eine ganze Menge, das freut mich ja. Aber auch im kompletten arabischen Raum und in China und... Das ist ja alles nicht so groß. Sondern, wie groß ist denn das wirklich? Ja, naja, ich weiß nicht. Also schon... Ich weiß nicht, also China hat ja auch schon so ganz viele Einwohner, aber ich weiß nicht, Arabien und so, die haben ja auch ganz viele, aber so 80% stimmt auf jeden Fall. Also ich lasse mir da jetzt auch nichts erzählen oder so. Der Chat wirft gerade ein, es gäbe 2 Milliarden Muslime und 1 Milliarde Buddhisten. Das kann ja schon mal nicht sein. Warum nicht? Naja, weil es gibt eine Menge Menschen, aber man kann auch irgendwie übertreiben.
Weil es sind ja auch welche nichtgläubig und das sind ja auch eine Menge Sünder unterwegs. Deswegen kann das nicht sein. Hm. Also du hast gerade angesprochen, es sei eine Sünde, nicht die CDU zu wählen. Wäre das nicht auch eine Alternative, Parteien wie die PBC oder die Christliche Mitte oder Bündnis C zu wählen? Geht das nicht? Auf keinen Fall. Weil all diese Parteien machen einen gigantischen Fehler. Und das ist Konkurrenz für die einzig wahre Partei zu bilden. Mhm. Und alleine das, finde ich, ist wirklich eine Sünde. Weil die Partei wurde ja nicht einfach so von Menschen geschaffen, sondern es ist ja die Christliche Union. Und da hat der Mensch auch nichts dazwischen zu buckeln. Würdest du auch sagen, man sollte die CDU und die CSU zusammenlegen? Weil die haben ja auch anfangs Konkurrenz zueinander und dann haben die ja gesagt, nee, okay, wir teilen unser Gebiet jetzt auf, aber wäre das nicht sinnvoller, die zu einer Christenpartei zusammenzuschweißen? Also ich weiß nicht, wer bin ich, um die Entscheidung zwei solch großer Mächte in Frage zu stellen. Also ich glaube, wenn die das so entschieden haben, dann hat das deren Grund und ich bin nicht groß genug, um sowas zu sagen. Aber eigentlich könnte man doch auch die Demokratie langsam mal ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen abschaffen, aber eigentlich bestimmt ja Gott alles. Demokratie ist ja schon ganz schön arrogant, dass die Menschen sich anmaßen, Entscheidungen treffen zu wollen. Dass die Ungläubigen hier keine Aufstände machen, dass es für die auch irgendeine Ausrede gibt. Weil eigentlich, wer hat irgendwie die Entscheidungen der christlichen Partei in Frage zu stellen? Also so weit kommt es mir noch. Ich finde, eigentlich könnte man die beiden in CU umbenennen, weil Demokratie und soziale Sachen, das ist ja nicht so wichtig, um dem C ein bisschen mehr Gewicht zu geben. Oder vielleicht die Partei nur noch C einfach und die heißt nur noch Christentum. Oder Christenpartei. CP ist doch auch ein schönes Kürzel für eine Partei. Ja, das ist so, aber leider waren die anderer Meinung und unser Herr war anderer Meinung, unsere einzigen Partei hier, unsere einzig vernünftigen wahren Partei, ich kenne keine einzige Partei der Welt, die irgendwie so wahr ist wie unsere. Nicht mal, die Republikaner sind ja auch recht christlich, oder? Aber sie haben nicht Christ im Namen. Ja, das ist schade eigentlich. Stimmt eigentlich. Gibt es in anderen Ländern, ich weiß gar nicht, ob es hier in anderen europäischen Ländern auch Parteien gibt, die Christ heißen. Ich werde gerade auch vom Chat darauf hingewiesen, dass CP für Junau ein sehr passender Name wäre. Aber da wollen wir jetzt lieber nicht drüber reden. Du hast ja auch Junau entsagt, weil das ein zu großer Sündenfuhl ist, oder? Das stimmt. Okay. Also eigentlich, ich kann es ja auch nochmal einblenden. Der gute Benedikt, der ist hier noch manchmal. Ich mache hier auch für die Live-Zuschauer das mal in den Chat einen Link rein. Der Benedikt verbreitet hier auf dieser Internetseite, also dieser YouTube-Kanalseite, weiter seinen christlichen Glauben und würde sich wahrscheinlich sehr darüber freuen, wenn ein paar von euch da mal reinschauen und vielleicht auch zum Christentum finden. Wer weiß, vielleicht sind da ja Leute noch auf der Kippe, sind sich noch nicht so ganz sicher. Ich kann das nur empfehlen äußerst. Also mein Kanal ist sehr informativ und wird euch garantiert auf den richtigen Weg führen. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Mir wurde jetzt mehrfach gefragt aus dem Chat, ob du mal die Trinität erklären könntest. Also da kann ich gleich schon mal für den Chat sagen, wenn ihr es nicht kennt, selbst Pech gehabt. Ich werde hier gar nichts erklären. Die sind alle gleich stark, oder? Oder der Vater ist eigentlich stärker als der Sohn, oder? Naja, mehr oder weniger ist die heilige Dreifaltigkeit ja. Ja, also, das ist schon, die sind schon sehr mächtig auf jeden Fall. Würdest du sagen, dass Gott allmächtig ist? Gott ist allmächtig. Dann habe ich eine Frage, die mir noch kein religiöser Mensch korrekt beantworten konnte, in einer Art, die ich verstehe. Könnte Gott sich selbst eine Aufgabe stellen, die er nicht lösen kann? Wie zum Beispiel einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er selbst den nicht hochheben kann? Ja. Ja, aber dann ist er ja nicht mehr allmächtig. Nein.
Aber wenn er den so schwer macht, dass er den nicht mehr hochheben kann und dann danach versucht, den hochzuheben. Ist er bestimmt, dass er nicht mehr so schwer ist, dass er ihn nicht mehr hochheben kann. Also er kann dann so sagen, der ist so schwer, ich kann ihn nicht heben. Nur so lange so schwer, dass er ihn nicht hochheben kann, solange er es möchte. Also kann er den ja dann doch nicht so schwer machen, weil er ja im Hintergrund, er kann ja dann danach den wieder, aber das ist eigentlich Schrödingers Stein, wird gerade eingeworfen aus dem Chat. Ja, das also ist, ich finde das gerade irgendwie so, also ich möchte behaupten, das ist schon so ein bisschen frech, was du hier gerade machst, den Herrn irgendwie so eine komische Position hier zu tun. Vielleicht ist das doch einfach unsere dumme Menschenlogik und eigentlich ist Gott ist noch ein paar Stufen drüber und er kann das halt einfach und wir müssen das gar nicht verstehen, dass er das kann. Können wir auch gar nicht verstehen, das ist über uns. Wir sind überhaupt, der Mensch ist nicht klug genug, um das zu verstehen und das sieht man alleine an solchen Fragen. Ich habe da noch eine andere Frage, die habe ich von, also ist mehr eine Aussage, ich wollte dich mal fragen, wie du dazu stehst. Ich weiß nicht, ob du den Musiker Frank Zappa kennst, der hat mal... Nein, ich höre keine, ich weiß nicht, eine heidnische Musik. Ich höre da nur, also was ich nicht verstehe, ich kann nicht Englisch gut sprechen, ich kann eigentlich nur Deutsch, was ich nicht verstehe, höre ich nicht. Da kann ich dir ja übersetzen, er hat die Aussage zwar auf Englisch getroffen, aber ist nicht so kompliziert. Er meinte, wenn Gott den Menschen nach seinem Abbild erschaffen hat und Menschen oft dumm und hässlich sind, dann würde das ja bedeuten, dass Gott auch dumm und hässlich ist. Also ich kann nur behaupten, Gott hat den Menschen nach seinem Abbild geschaffen. Damit bin ich auch nach seinem Abbild und da ich weiß, dass das wohl beides absolut nicht auf mich zutrifft, ist das kein Argument. Das stimmt, aber was ist denn mit so frevelhaften, ungläubigen Menschen wie Rezo zum Beispiel? Dieser Rezo? Rezo? Ja, dieser Rezo, der gesagt hat, dass die CDU nicht gut ist, der hat ja dann... Was der hier die Jugend momentan irgendwie das Gehirn wäscht, ist eine Schande. Ist der auch nach Gottes Abbild erschaffen oder Gottes Ebenbild? Der ist, wenn dann, nach Luzifers Abbild geschaffen worden. Also da kann man nichts anderes zu sagen. Wer Gott so in Frage stellt, der kann nur von unten kommen. Ach, aber das geht, also der Satan kann auch Leute nach seinem Abbild erschaffen und dazwischen mischen. Ja, also das ist ja relativ offensichtlich bei so Leuten wie bei Rezzo. Ja, stimmt schon. Also ja, also er sieht schon nicht so tugendhaft aus. Er sieht schon aus wie so ein kleiner Rebell. Muss man sich mal das reicht schon, ein Blick. Hast du da einen besonders geschulten Blick dafür, die Ungläubigen schneller zu erkennen als andere Leute? Ganz besonders Junau hat mich geschult da drin. Ja, Junau ist auch, also ne, das ist ja wirklich sämtliche Frevelei. Das ist ja Sodom und Gomorra quasi, was da auf Junau live anzusehen ist. In der Tat, also hinterletzte Schublade. Kannst du mich da aufklären, was eigentlich Gomorra genau für ein Ort ist? Sodom und Gomorra? Also das waren zwei Städte und da war dann alles erlaubt, so auch so mit Tieren Interkurs zu haben und so weiter. Mhm. Und das war dann plötzlich aber alles nicht okay. Und deswegen wurden die Städte verbannt und deswegen heißt das alles Sodom und Gomorra. Ja, aber ich wusste ja, dass in Sodom wurde hier mit Tieren und so fürchterliche Frevelei. Aber was hat denn Gomorra mal gemacht? Was ist denn da geschehen? Ja, also tut mir leid, für Geschichtsunterricht musst du woanders hingehen. Ja gut, dann ich glaube, ich informiere mich da nachträglich nochmal. Ich hatte da also, was gehört mit Glücksspiel. Also ich will jetzt auch nicht unfreundlich sein, aber das sind die Themen sind mir dann letztendlich zu heikel, sowas zu sagen. Ja gut, das verstehe ich. Hast du Fragen zum Christentum? Nee. Nicht? Okay. Ich habe hier gerade meine Glaubensschwester in meinem Raum. Was würde mir denn passieren, wenn ich jetzt schon mal eventuell vielleicht gesündigt hätte? Also man muss eigentlich heiraten, oder? Weil sonst gibt's Haue.
Also, ich kann dir nur sagen, dass du vielleicht wirklich denselben Weg wie ich anstreben solltest, den Weg der Keuschheit und dich Gott hingeben und nicht der Sünde. Ja. Also, was ich ja da, also ich vermute schon so ein bisschen, dass du jetzt mit dieser Stimme, die da zu hören ist, ab und zu ein bisschen gesündigt hast. Wer weiß, aber vielleicht auch mit anderen. Das, was deine böse Liste bei Gott bestimmt nicht besser macht, aber werde zum Priester. Tu mir den Gefallen und hör auf damit. Das kann gar nicht so viel Spaß machen. Das Leben als Priester ist sehr viel intensiver. Ich hätte eigentlich einen Plan, dass ich jetzt, solange ich noch körperlich fit bin, meinen Spaß habe und dann so mit 50, 60 kann ich dann Priester werden, weil dann läuft es ja untenrum eh nicht mehr so flüssig und dann ist ja auch egal eigentlich. Also ich weiß nicht, ob du dann bereit bist vielleicht irgendwie für die Religion. Vielleicht bist du auch noch nicht einfach mental so weit. Ich dachte einfach, wenn der Jarak erschlafft und nicht mehr richtig hochgeht, dann gehe ich in den Beichtstuhl und sage: Entschuldigen Sie, Herr Pfarrer, die letzten 30, 40 Jahre habe ich gefickt und ich mache das nicht nochmal, tut mir leid. Ich nur noch, wenn ich heirate jetzt. Und dann ist gut wieder. Nee, also so läuft es schon mal erstmal gar nicht. So kann das nicht laufen. Und ganz ehrlich, ich finde, du hast es dir schon, wenn ich Gott wäre, und ich versuche auch gar nicht irgendwie auch nur daran zu denken, weil wer bin ich, um Gott zu sein, aber wenn ich Gott wäre und diesen Kommentar gehört habe und Gott hört alles, dann wärst du gleich unten durch bei mir. Kein gar nichts mehr. Gott. Und ich glaube, Gott denkt etwas wie ich. Also du musst aufpassen, Gott, was du sagst. Gott hört und sieht alles, oder? Ja. Das heißt ja, er guckt jetzt gerade Kinderpornos. Nein. Okay. Na gut. Also das finde ich etwas. Er könnte, aber er macht das natürlich nicht. Er könnte alles. Gott ist in der Lage, alles zu tun. Aber das heißt nicht, dass er alles tut. Warum gibt es Kriege? Weil die Menschen dumm sind. Aber kann Gott nicht einfach sagen, hört mal auf damit? Das ist nicht Gottes Aufgabe. Der Mensch hat sich seinen Weg in den Himmel zu verdienen, über das Leben. Ja, stimmt, das leuchtet ein. Ich habe noch eine Frage, die ich mir öfter mal gestellt habe. Du bist ja wahrscheinlich gegen Abtreibungen, richtig? Ja. Und man sollte doch nur Kinder kriegen, wenn man verheiratet ist und Geschlechtsverkehr nur haben für Kinder, nicht aus Spaß, richtig? Der Tat. Wozu sollte man es sonst machen? Ja, dann habe ich da zwei Fragen. Also einerseits ist ja, wenn du jetzt nicht heiratest oder Verhütungsmittel benutzt oder halt keusch bist, dann setzt du ja weniger Kinder in die Welt, als wenn du jetzt mit 18 oder so schon anfängst. Und dann würdest du ja für mehr Kinder sorgen, wenn du ohne das ganze Prozedere mit Heirat und so weiter einfach bam, bam, bam die ganze Zeit Kinder zeugst, oder? Ja, aber sind das Kinder, die die Welt will, wenn sie so gezeugt wurden, unter diesen Umständen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott zufrieden mit solchen Wesen ist. Das könnte sein. Also eigentlich das Hauptargument gegen Abtreibung ist ja, dass du ein potenzielles Leben verhinderst. Aber das ist ein Leben, das, wenn es verhindert wurde, also Gottes geben Abtreibung, jedes Leben ist gebeut. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel mit einer netten Dame und mit der du dich gut verstehst. Ich verstehe mich mit Gott besser, glaubst du mir. Ja, aber ich meine, du hast vielleicht eine nette Freundin. So jetzt nicht in dem Sinne Freundin, sondern ihr versteht euch halt gut und ihr findet euch vielleicht auch ganz hübsch gegenseitig. Aber ihr seid keusch, dann verhindert ihr ja auch, dass potenzielles Leben entsteht, weil ihr könntet ja dann dafür sorgen, dass da ein Jahr später ein kleiner Benedikt herumläuft. Ich habe mich aber freiwillig für Gott entschieden bereits.
Und daran lässt sich nichts ändern und alles andere wäre eine Sünde. Das stimmt, das ist ein gutes Argument. Aber würdest du sagen, ein Kind, kommt das mit als Sünder auf die Welt? Leider Gottes muss ich sagen, dieses Kind kommt garantiert in die Hölle. Ich habe nämlich von einem Muslim damals in meiner Klasse mal erfahren, dass er seine Aufgabe als Muslim es ist, uns darüber aufzuklären, dass es das gibt. Also, dass es den Islam gibt und dass das eine tolle Sache ist. Und hat aber gesagt, ich komme in die Hölle, wenn ich weiß, dass es den gibt und den trotzdem nicht annehme. Aber wenn mir niemals jemand davon erzählt hat, beispielsweise du wohnst im Dschungel oder so, da kann es ja Ureinwohner geben, die gar keinen Kontakt zu einem religiösen Menschen haben und gar nicht wussten, dass es Religionen überhaupt gibt, dass die trotzdem in den Himmel kommen können, weil hat denen ja keiner gesagt, dass es das gibt. Und er hat gesagt, auch Kinder, wenn jetzt sehr junge Kinder sterben, die noch nicht dich verstehen, was du ihnen erzählst, dass die auch in den Himmel kommen, weil die haben ja noch nichts verkehrt gemacht. Weil eigentlich würdest du dann ja, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber nach deren Glauben würdest du denen ja einen Gefallen tun, weil bevor sie einen Fehler gemacht haben, kommen sie direkt in den Himmel. Die werden ja so gezeugt, aber noch nicht geboren und vorher dann einfach, bevor sie was falsch machen können, zack, direkt in den Himmel. Eigentlich wäre das ja dann eine Abkürzung und die würden sich total darüber freuen. Das ist ja eigentlich dann eine gute Tat. Ah, tut mir leid, ich habe gerade nicht zugehört. Ja. Also finde ich sehr gutes Thema auf jeden Fall. Ja. Hast du noch mehr so, also das sind ja wirklich wichtige Fragen, die ich hier beantworte. Du wurdest gerade gefragt, ob du den Hund Stinky segnen kannst. Wie gesagt, ich kann keine Toten und ich kann keine Tiere segnen. Tiere kommen auch nicht in den Himmel? Tiere kommen nicht in den Himmel. Der Himmel ist nicht für Tiere. Deswegen hat doch auch Noah alle Tiere gerettet, weil sie nicht in den Himmel können, damit sie ihr Leben so lange wie möglich ausleben können. Aber wieso fließt denn dann im Himmel Milch und Honig, wenn es da weder Kühe noch Bienen gibt? Es gibt ja Kühe und Bienen. Also, wo sind denn nicht Kühe und Bienen? Sonst könntest du ja auch keinen Honig kaufen. Ja, im Himmel. Ja, im Himmel, da gibt's alles. Wo kommen die her? Werden die im Himmel direkt gezeugt, die Tiere da? Nein, im Himmel gibt es einfach das. Das wird einfach, also ich. Was zwingst du mich hier eigentlich irgendwie Gottes Wort in Frage zu stellen? Na, ich möchte das nur verstehen, damit ich mir jetzt sicher bin, ob ich da nicht irgendeinen Quatsch glaube, sondern dass ich auch den. Du versuchst mich jetzt hier irgendwie vorzuführen mit irgendwelchen heidnischen Fragen. Nee, da habe ich nämlich keine Lust mehr auf sowas. Aber nee, wenn du einfach eine vernünftige Antwort möchtest, ist Gott ist in der Lage, sowas zu tun. Und das geht weit über das Verständnis des Menschen hinaus. Ja, stimmt. Das ganz. Ich denke mal, du bist auch vermutlich wie nenne ich es denn am besten? Ein Kreationist, richtig? Ein was? Also du glaubst nicht an die Evolution, sondern Gott hat. Ich glaube an die Schöpfungstheorie. Wann ist das geschehen? Vor vieler Jahrer Zeit. Und da hat Gott einfach die Erde so erschaffen und die ist so geblieben. Er hat die Erde in 6 Tagen geschaffen und am 7. Tag hat er ausgeruht. Deswegen haben wir auch den Sonntag, falls du das noch nicht wusstest. Ja, das wusste ich. Ja, also ich finde das immer eine interessante Information, die ich gerne an junge Menschen weitergebe. Freue ich mich immer, wenn die das noch nicht wissen. Was gab es vorher? Die anderen Planeten waren vorher schon da, oder? Was für Planeten? Gab es andere Planeten? Also ich weiß nichts von Planeten, ich kenne nur diese Sterne am Himmel. Ja, glaubst du, dass es da außerirdisches Leben gibt oder ist es einfach nur die Erde? Nee, da lasse ich mich gar nicht auf eine Diskussion ein. Ah, okay. Aber die Erde ist, das würde mich auch interessieren, ist die Erde deiner Meinung nach eine Kugel oder eine Scheibe? Oder noch ein anderes Gebilde? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, stimmt.
Ich habe nämlich in der Schulzeit habe ich mal gehört, dass die Erde 6000 Jahre alt sein soll. Und dass, wenn du da so alte Dinosaurierknochen oder so findest, dass Gott die da reingebuddelt hat, um uns eine Aufgabe zu stellen, ob wir ihm wirklich glauben und ihm wirklich folgen. Das ist so. Also da findet man einen Knochen, der ist dann über 6000 Jahre alt, nach unserer Rechnung, aber der war schon alt, als Gott den verbuddelt hat. Den gab es damals noch nicht. Er hat ihn erschaffen und alt aussehen lassen, damit die ganzen heidnischen Wissenschaftler hier sich einen abfeiern können. Ah, mein Brauchst du eine Wecker kurze klingelt. Pause? Mein Wecker klingelt. Ich bin sofort wieder da. Ich möchte hier niemanden zerstören, ich mag ihn doch. Ich habe Frauenbesuch und wie sich das für einen guten Christen gehört, bin ich hier am Arbeiten quasi. Hallo Dr. Oll, Grüße gehen raus. Und während ich das Geld verdiene, hat mein Frauenbesuch mir einen köstlichen Burger belegt. Ich habe vor ein paar Jahren mal ein Video gesehen, als es noch relativ neu war. Wahrscheinlich inzwischen ist es ein alter Hut. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du den YouTuber Coppercap? Nee. Der sieht dir ein bisschen ähnlich, nur dicker. Also das war jetzt ein Kompliment an dich. Du bist so hübscher als der. Der hat sich tierisch darüber aufgeregt, dass es mal so Menschen gab, die behauptet haben, Rothaarige hätten keine Seele. Und dann könntest du Uff. ja eigentlich kein Christ sein, so, weil, ne, so Leute ohne Seele können ja. Also gibt es überhaupt Leute, die keine Seele haben? Das kann ich dir nicht beantworten. Boah, ich habe keinen Nerv Ja, hallo, Benny. Okay. Ah. So. Ja, die meisten kennen mich ja. Ich bin Benedikt. Guten Tag. Ich weiß nicht, ob ich eine Seele habe. Das werde ich dann am Ende rausfinden. Oh, ich hoffe, für diesen ganzen Quatsch komme ich nicht in die Hölle. Echt. Ich glaube nicht. Warum denn auch? Meine, hast du Ja. nichts verkehrt gemacht? Ja. Ja, naja. Naja, man muss mal gucken, ne? Das werde ich dann rausfinden. Wurde gerade auch im Chat mehrmals behauptet, dass du fake bist und also ich habe auch überlegt, ob das jetzt so eine Metaebene ist, ob du die Leute ein bisschen vorführst und eigentlich kein Christ bist oder ob du vielleicht manchmal, ob der Satan in dich gedrungen ist und gesagt hat, ich übernehme jetzt den Benedikt und lasse den sagen, dass er doch kein Christ ist. Nee, eigentlich bin ich nicht wirklich ein Christ. Ich weiß nicht, ich mag das bloß immer, weil irgendwie peilen es viele Leute nicht. Auch wenn ich mich teilweise echt doof anstelle und wirklich meine Antworten. Obwohl es gibt halt Christen, die so krass verblendet sind, dass man sich halt nie sicher ist. Labert der jetzt nur Scheiße oder bildet der sich wirklich ein? Ich habe schon Leute so reden hören. Und so. Das ist halt. Ich weiß nicht. Ja, ich kenne die ja auch, wie gesagt, so die Zeugen. Bei mir klingeln die nie, aber ich sehe die manchmal in der Fußgängerzone und dann spreche ich die manchmal an und erzähle denen einen von, ja, ich würde gerne bei euch mitmachen, ich finde es toll, was ihr macht und dann irgendwie nach 5 oder 10 Minuten sage ich denen, ja, da kann mein Lebensgefährte auch mitmachen und dann sagen die, oh, was, Frevel, nein. Schon immer sehr witzig.
Oh, das ist mir mal passiert. Da habe ich irgendwie in der Badewanne gehockt und war richtig müde. Und dann klingelt da so einer, ein Zeuge Jehovas, der mich volllabert, bestimmt eine Viertelstunde lang. Und ich stehe da halt und peile gar nichts und höre ihm nur zu. Ich höre nur zu, ich sage gar nichts. Und am Ende drückt er mir so einen Zettel in die Hand und meint: Ja, dann kannst du ja gleich beitreten. Irgendwie 10 Euro den Monat. So musst du gleich hier unterschreiben. Und ich gucke ihn an und meinte so: Nee, sorry, Mann. Ich habe mich nur nicht getraut zu sagen, hau ab. Ich wollte eigentlich nur nett sein. Ich habe dir nur zugehört. Nee, sorry. Da ist der richtig aggro geworden. Einfach aus dem Treppenhaus rausgerannt. Keine Ahnung. Also aber was auch oft hilft, ist, wenn du sagst, du bist schon Mitglied. Das mache ich auch häufig. Da lassen sie dich sofort in Ruhe. Da kriegst du nur so ein komisches, richtig komisches Lächeln, so von wegen, ja, wir verstehen uns beide schon. Eigentlich nicht, aber. Also ich muss sagen, ich habe da wirklich großen Spaß damit. Man trifft zwar eigentlich nur die Zeugen und die Mormonen manchmal. Also Mormonen habe ich erst einmal getroffen. Ich habe tatsächlich ein gebundenes Buch Mormon bekommen von einem. Habe ihm gesagt, ich finde das voll interessant, was er macht, und gefragt, ob ich eins haben kann. Und das ist echt so ein Ding, ne? Und ich habe das sogar mal hier im Stream vorgelesen, und da haben sich direkt innerhalb von 5 Minuten die Zuschauerzahlen halbiert, weil das echt langweilig wie sonst was ist. Also ich weiß nicht, ich kenne den Glauben der Mormonen her eigentlich nur von South Park, von dieser einen Folge. Ich weiß nicht, ob du diese Mormonen-Folge. Ja. Oder ich weiß nicht, alles, was ich über Mormonen weiß, weiß ich eigentlich daher. Deswegen, ich weiß halt nicht, ob das jetzt irgendwie richtig ist oder nicht, aber deren Glaube ist schon echt. Also da musst du schon echt durch sein, um das zu glauben. Das hat sich halt wirklich stark gedeckt damit. Also, als ich die Einleitung gelesen habe vom Buch Mormon, das ist halt wirklich so: Joseph Smith geht in den Wald und findet irgendwie eine unglaublich große Menge an goldenen Tafeln, und da stehen halt Regeln drauf, und das ist komplett Kannst du komisch. durch dieses Loch lesen? Ich kapiere das alles nicht. Ja, Leute sind halt wirklich, was Religion angeht, teilweise leicht zu überzeugen. Bene, warum diese Maske? Ich lese jetzt auch mal Kommentare. Naja, welche Maske? Verstehe sowieso nicht. Kannst du mir das erklären? Was ist damit gemeint, wenn jemand schreibt, du bist eine Maske oder diese Person ist eine Maske? Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch die 100% richtige Definition kenne, aber ich glaube, das kommt von Kopfnuss-Kali. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist von Mimon, ne? Aus dem Baraka Game. Nee, da gibt es, glaube ich, viele Überschneidungen von Leuten, die beide gucken und sich darüber lustig machen. Kali ist so ein relativ kleiner Mann. Aus dem Ruhrgebiet kommt der, glaube ich, irgendwo Nähe Köln, soweit ich weiß. Und der hat früher immer so Ansagenvideos an alle und jeden gemacht und rumgebrüllt und gezeigt, dass er unglaublich stark ist. Dann haben den Leute immer gesagt, dass er im Rollstuhl sitzt, und dann hat er jedes Mal wieder ein YouTube-Kommentar, wo dann drin steht: Kali, sitzt du eigentlich im Rollstuhl? Und dann hat er direkt erstmal so ein 2-Minuten-Video gemacht, wo er sich filmt, sagt: Ich sitze nicht im Rollstuhl, ihr guckt mal, ich sitze nicht, nee, ihr Masken, ihr Fake. Und also der hat, das war, dass seine Lieblingsbeleidigung war du Maske, glaube ich. Oder Pipapo, wie oder was, oder was auch so. Er redet sehr, sehr komisch. Und ich glaube, von dem kommt das, soweit ich das weiß. Da habe ich es zumindest erstmal gehört. Kann mich der Chat Okay, also. berichtigen vielleicht, ob das vielleicht doch woanders herkommt? Die Hauptfrage ist, warum macht er das Ganze noch? An dich jetzt oder wie? An mich? Die Hauptfrage ist, warum mache ich das noch? Ja, ja, naja, für meine Community, für meine Fans auf der ganzen Welt, ne? Also die erwarten ja immer frischen Benedikt-Content und den liefere ich ihnen auch, ne? Ja, ist ja auch unterhaltsam. Ja. Ich meine, ich habe jetzt auch die ganze Zeit mitgespielt, weil mir haben natürlich Leute hier auch öfter in diesem Stream schon gesagt: Hier, hast du das mit diesem Bibelbenedikt mitbekommen? Und dann habe ich da manchmal reingeguckt, und dann wurde mal diskutiert, ob das nun echt ist. Und dann hat irgendwann jemand gesagt: Hier, der hat sich geoutet, der meint das doch nicht so und so weiter. Und ich habe das jetzt schon gewusst, so, aber ich dachte, das ist auch lustig, einfach erstmal mitzuspielen und mal zu gucken, was sich entwickelt. Ja, und jetzt hast du schon zum dritten Mal gesagt, dass du es nicht ernst meinst, und wenn du dann dein Bibel-Channel ein bisschen pusht, dann wird das doch wieder irgendwem vorgeschlagen, der glaubt es dann wieder. Es ist halt wirklich, irgendjemand glaubt es immer, ich weiß auch nicht. Das Internet ist halt auch echt dumm, also als Masse. Also es gibt viele dumme Leute. Ich habe auch schon so viel Quatsch einfach erzählt, nur einfach
so aus Scherz, um mal zu gucken, was passiert. Und das glauben total viele Leute, wenn du das einfach nur ernst betonst. Die sind richtig. Die sich auch teilweise aufregen. Also, was ich da für einen Hass am Sonntag in meinem letzten Stream bekommen habe, weil ich was gegen Rezo gesagt habe. Echt? Ja, ich habe zum Beispiel öfter auch mal, weil die Leute so drauf konditioniert sind, dass man irgendwie, wenn man einen Witz macht, die Stimme verstellt oder dann da irgendwie ein optisches Element mit einbaut, wo irgendwie klar wird, dass es ein Scherz ist, aber wenn du komplett mit ernstem Gesicht und ernster Stimme irgendwas sagst, wie zum Beispiel, ich habe in teilweise ernsten Videos dann doch noch so Gags eingebaut, dass ich einfach im Nebensatz gesagt habe, Dorian sei mein Lebensgefährte oder so. Und das haben etliche Leute geglaubt und meinen, oh, ihr seid wirklich zusammen da, das wusste ich gar nicht. Viel Glück euch beiden und so weiter. Oh Mann. Das ist seltsam, ich verstehe es nicht so ganz. Du bist gerade, deine Kamera ist ein bisschen verrutscht, glaube ich. Oh, okay. Okidoki. Bibel-Channel war immer Nummer 1 auf YouNow, stimmt das? Ja, ich war halt immer, das war die Sache, warum das halt plötzlich dann so groß wurde, war halt, weil die Leute plötzlich halt irgendwie mich interessanter fanden für eine kurze Zeit als Rainer und als sie gecheckt haben, oh shit, das pisst den Rainer auf, wenn der Bibel-Channel über ihn ist auf YouNow, dann wird er richtig sauer und das gefällt ihm gar nicht, also haben sie halt die ganze Zeit den Bibel-Channel gepusht, um den Lord zu ärgern und irgendwie fanden sie das dann aber auch interessant, weil sie wussten halt nicht, ist der Benny jetzt echt, ist er nicht echt und dann ist halt auch das Bibel-Game entstanden für eine kurze Zeit. Ah, ich weiß nicht, echt. Genau, ist eine komische Geschichte. Du kannst doch relativ schnell, glaube ich, groß aufsteigen. Alleine dadurch, dass, wenn jetzt Rainer seinen Stream ausmacht oder so, er wird ja immer automatisch geradet, ne? Wenn jetzt irgendwer seinen Stream ausmacht, dann werden die ganzen Leute wo auf einen anderen Stream geschickt. Und dann hast du da große Zahlen. Aber das sind vielleicht einfach irgendwelche Leute, die den Browser noch offen hatten und die da gar nicht zugucken und dann. Generell auf der Plattform ist eh nicht so viel los. Da hast du, glaube ich, auf YouTube und Twitch bessere Karten. Das habe ich auch. Ja, auf jeden Fall. Ich habe da auch mal mit Leuten geredet. Ich habe mal mit diesem, wie hieß denn der? Der mal manchmal verhaftet wird im Stream und der nur besoffen ist. Wie hieß der? Der wurde mal in der Dönerbude geschlagen und auf dem Spielplatz wurde er mal verhaftet. Hä? Ein bisschen dickerer. Was? Wie hieß der? Coolmann hieß der. Coolmann, der ist komplett an mir vorbeigegangen. Mit dem habe ich mal eine Weile geredet, im Gast, und der hat dann auch als Grund dafür, dass YouNow geil ist, hat er gesagt, weil er da immer in dem Highscore ganz hochkommt. Ja, da ist halt aber auch keiner irgendwie auf YouNow. Das sind halt nur totale Vollidioten. Ja, richtige Müllplattform eigentlich. Ja. Also, du gewinnst halt dann da den Highscore und bist da in der Liste ganz oben, aber. Ja, in einer Disziplin, wo es halt eigentlich nichts wert ist, da Platz 1 zu sein. Ich meine, was ist das für eine Plattform, wo jemand wie Benedikt nonstop Platz 1 ist, wenn er online ist? Ja gut, also ich finde, du bist schon für YouNow-Verhältnisse warst du schon einer der Besten, aber... Ja, aber das hat halt auch nichts zu heißen, halt für YouNow-Verhältnisse, ne? Mhm. Aber ja, also... Gebe ich dir recht, mein Content ist wunderbar. Ich finde es auch witzig. Also ist Benedikt auch so ein RL-Name oder nur dein Künstlername? Wird gefragt. Aber musst du nicht beantworten. Ich meine, da kann ich ja, egal was ich davon sage, letztendlich wird es eh keiner glauben. Dann sage ich mal einfach Real-Life-Name Benedikt. Aber das ist lalalalei. Das ist es in der Tat. Boah, das ist so unglaublich verwirrend, wie krass verzögert das für mich ist. Also der Stream. Ich habe das ja irgendwie gleichzeitig und gucke dann den Stream noch. Ja. Braucht ungefähr 5 Sekunden, bis das, was ich gerade getan habe, sehen ist. Ist es bei YouNow schneller? Bei YouNow ist es komplett, also da ist es sofort da. Da hast du keine Verzögerung. Echt? Okay, aber das ist doch so eine komische Seite, die halt noch über Flash läuft und ich habe keine Ahnung. Und Browser und alles. Und ich glaube auch, die Qualität ist relativ scheiße. Da hast du häufig irgendwelche Einbrüche und so weiter. Es ist für mich ganz okay, wenn jetzt mein Stream 5 Sekunden verzögert ist, dafür, dass da eine stabile Bildrate ist und das ganz nett aussieht. Das nehme ich in Kauf. Ja, das stimmt. Oh.
Nee, aber Juno ist halt wirklich ein. Ja, ich will es jetzt auch nicht zu krass flamen, weil ich weiß nicht, Juno ist ja auch die einzige Plattform, die, ich weiß nicht, durch die ich irgendwie mein. Ach, egal, das formuliere ich jetzt nicht aus. Ich kann den Delay einstellen, wird mir gesagt, ja. Ja, scheiß drauf, ich habe mich schon dran gewöhnt jetzt. Also, mag nur jetzt mal, ich kann nur noch eine Viertelstunde, so nur, dass du es weißt. Das ist kein Problem. Ist kein Problem, ich meine bloß nicht, dass es dann jetzt plötzlich abrupt heißt, ich muss jetzt weg, nur dass du schon mal Bescheid weißt. Ja, was mich bei dir mal interessiert hat, wie du auf diese Idee gekommen bist, diesen Bibel-Channel zu machen und woher du jetzt diese Motivation hast, das so extrem durchzuziehen. Und das ist ja schon gewissermaßen auch ein Risiko, ne? Wenn jetzt irgendwelche Real-Life-Leute sehen, was du da tust und so weiter. Und weiß ja nicht, ob das passiert. Es ist natürlich immer ein Risiko und mit so einer, also tut mir leid, aber wir stimmen da alle zu, die Drachenlord-Community ist nun mal unterste Schublade. Da kann man nichts sagen. Und bei so einer Community ist es immer gefährlich, dass man geleakt wird oder die Adresse sonst wie, aber ich weiß nicht. Na, ich finde Solange teils, man teils. Also. keinem vertraut, ist jetzt auch die erste Person, der ich irgendwie hier internetmäßig auch nur irgendwie antworte, weil sonst antworte ich auch auf irgendwelche E-Mail-Fragen und so nicht, weil mir das alles immer zu riskant ist. Oh, Ich das weiß ehrt nicht. mich ja. Ja. Danke, danke. Aber ich würde dir da teilweise zustimmen. Ich finde, die Community ist einfach viel zu riesig, um jetzt zu sagen, die ist oberste oder unterste Schublade. Das habe ich auch gar nicht so gemeint. Ich sage nicht, dass die ganze Community so ist, sondern also es kann wirklich weit nach unten gehen. Ja, Also, das würde ich auch nicht abstreiten. Da gibt es echt eine Menge Leute, die sehr skrupellos sind und wo es in eine sehr eklige Richtung geht. Ich glaube also. immer noch, dass es eine laute Mehrheit ist und dass da sehr viele Leute dabei sind, die halt einfach nur das lustig finden, Content von dem zu gucken. Und die Leute, die halt 24/7 auf Twitter unterwegs sind und da die ganze Zeit versuchen, irgendwelche Leute zu leaken. Ich glaube, das sind gar nicht so viele, aber die kriegt man viel mit, weil die so Sind halt aktiv die sind. weiß nicht, ich meine, ich bin ja, ich würde mich jetzt selber nicht als Hater, also ich finde das Ganze wirklich interessant und so und mich hat das halt irgendwie die Person Drachenlord immer sehr begeistert und so einen Menschen gibt es halt nicht nochmal, also da kann man sagen. Aber ich selber habe ihn nie beschimpft, beleidigt, irgendwie aktiv was gegen ihn unternommen. Selbst in dem Video, wo ich mit ihm zusammen streame und er so sauer auf mich wird und so. Ich habe wirklich, also, du kannst es dir angucken, ich habe nichts gegen ihn gesagt. Also, ich weiß nicht, ich habe ihn sauer gemacht und so, aber ich habe ihn nie beleidigt oder irgendwie aktiv was Schlimmes gesagt. Es gibt halt einen Unterschied, das irgendwie zu beobachten und irgendwie nachts vor seiner Haustür mit toten Masken von seinem Vater zu stehen. So, weißt du, das geht halt ganz schön weit teilweise. Also. Ja. Ich fand auch Schanzenfest nicht geil oder da irgendwie Scheiben einwerfen. Das ist halt so eine Real-Life-Barriere, die irgendwie kacke ist. Also ich finde noch, Posterverkauf ist irgendwie so ein bisschen so eine Grauzone. Ich bin ja auch einmal zum Posterverkauf gefahren. Er hat halt dazu aufgerufen, hier kommt her, ich verkaufe Poster und so weiter, ne? Aber trotzdem ist eigentlich blöd. Aber jetzt so irgendwie mitten in der Nacht dahin zu fahren und da was hinzuwerfen, das ist halt nicht cool. Das ist einfach Ich scheiße. weiß nicht, ob ich vielleicht nicht auch irgendwann mal zu ihm hingefahren wäre. Ich weiß es nicht, aber die Angst war halt immer da, dass mir irgendein Hater bis nach Hause folgt. Ne? Weil ich kann es mir halt gut vorstellen und ich habe da auch keine Lust drauf. Und so wichtig war er mir halt auch nicht, dass ich so weit fahre dann. Ja, schon. Ich weiß ja nicht, von wo du da ankommen würdest. Also es gibt ja. Naja, das ist ja eigentlich relativ bekannt mittlerweile, dass ich aus Berlin-Brandenburg komme. Ja, das wäre viel zu weit. Ja. Obwohl, Naja. das ist ja
300 Kilometer, aber es sind halt 300 Kilometer, da habe ich keinen Nerv drauf, ja, nee, um von mir abgeholt zu werden und so, verpiss dich. Ja, es ist total sinnlos, aber was ist auch noch so, was ist so interessant momentan am Lorne? Ich meine, sein Content ist ja auch irgendwie totaler Müll, warum zieht man sich den rein irgendwie? Ich weiß nicht, ich habe, also ich persönlich, du meinst ja auch, dein Bibel-Channel ist totaler Müll. Ja, das ist was anderes. Also wenn man sich meinen Bibel-Channel auf YouTube anguckt und das, was der Drache auf YouTube macht, möchte ich sagen, dass sehr viel mehr Liebe in meinen Content geflossen ist, als er in seinen getan hat. Ich persönlich gucke halt lieber so kleine, unbekanntere Leute, weil ich finde halt das große YouTube irgendwie nicht so geil. Deswegen, da sind sehr viele komische Leute, besonders im deutschen Bereich. Im Englischen gibt es einige Leute, die groß werden und trotzdem cool sind, aber hier ist halt von den großen Leuten. Ich habe gestern erst dieses Suro gespielt, wo 100 Leute Minecraft spielen. Ich war nach 3 Minuten tot und ich dachte auch so, da kannte ich irgendwie 2, 3 Leute, die ich ganz nett fand, und die anderen, die kannte ich nicht, aber die wollte ich auch gar nicht kennen. Na, jetzt nur Front an irgendwelche direkten Personen, aber ich habe einfach mich da sehr fehl am Platz gefühlt eigentlich und gedacht, die meisten sind irgendwie, ne, ich finde die nicht so cool. Auch wenn ich mir diese ganzen neuen Streams reinziehe, ich verstehe halt auch wirklich nur die Hälfte von dem, was sie sagen. Also, warum? Auch wenn sie Deutsch, weil die ein komisches Deutsch reden teilweise. Dieses, ja, wie soll ich es nennen, dieses komische YouTuber-Instagram-Deutsch mit diesen ganzen, das nervt. Weißt du, was ich meine? Ja, mir ist halt persönlich auch egal, wenn du jetzt ein bisschen reintrollst oder das nicht so professionell machst, wenn man sieht, da steckt wenigstens jemand bisschen Mühe rein und versucht da eine unterhaltsame Show zu liefern und nicht so, ey, ich will richtig bekannt und reich sein und ich mache alles, was es dafür braucht, um das zu werden, sondern einfach, dass man denkt, ich will lustigen Content bringen, der den Leuten ein bisschen den Tag versüßt, ein bisschen zum Lachen bringt. Eher darum, halt wirklich ein lustiges Video zu machen, und da ist dann auch schon ein bisschen Hintergedanke meistens dabei und ein bisschen Liebe reingesteckt. Also da ist, glaube ich, in jedem Video, das ich hochgeladen habe, jedes, das irgendwie über 30 Sekunden lang ist, da sind schon an die 5 Stunden Arbeit reingeflossen. Krass. Es dauert halt irgendwie mit Premiere und so, es dauert halt, Videos zu schneiden. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe da auch immer sehr viel kreative Hilfe von allen Seiten und freue mich auch immer und habe da auch so mittlerweile so ein kleines Team, das mir hilft beim Benne-Video drehen und so. Ich kenne das aber auch, dass wenn ich selber Videos mache, dass ich teilweise ewig lange an irgendwas schneide, und das fällt vielen gar nicht so sehr auf, wenn die selber das nicht machen und dann andere Videos so relativ hingerotzt sind und die Leute das viel geiler finden, oder dass die irgendwie, es gibt ja YouTuber jetzt aktuell eine Menge, die schneiden fast überhaupt nicht. Entweder schneiden die gar nicht oder die cutten nur ein Intro an den Anfang und werden tot gefeiert und Leute hypen die, als wären das die Könige. Und bei anderen Leuten sehe ich, steckt voll viel Herzblut und Zeit drin, aber das checkt irgendwie keiner. Eigentlich ist es ziemlich dumm, was wir machen, dass wir da so Mühe reinstecken. Wir können auch One-Takes machen, ja, die Leute fänden es trotzdem geil. Aber irgendjemand sollte sich ja Mühe geben. Von irgendjemandem wird es immer geschätzt. Also ja. Es gibt immer eine Person, die es checkt. Ja. Und für die Person macht man es. Ja. Machst du jetzt, du ziehst jetzt weiter wieder deinen Bibel-Channel durch, ne? Auch wenn du jetzt hier öffentlich schon wieder gesagt hast, dass das ein Scherz ist. Ich muss gucken, also das ist halt die Frage, wie ich weitermache und wo ich weitermache. Also weitermachen tue ich auf jeden Fall. Ich werde jetzt auch in Zukunft, da ich gemerkt habe, am Sonntag checken, nach dem Leak 2 Jahre immer noch nicht alle Leute, habe ich mir gedacht, ja fuck it, du machst jetzt als Benedikt weiter. Und der nächste Stream wird auch wieder als Benedikt, weil damit, auf der einen Seite habe ich dann immer die Leute, wenn ich sage, oh, ich bin halt jetzt nicht dieser Christ, sondern ich bin halt dieser geleakte Benedikt, der toll, dann habe ich halt 30 Leute, die mir zugucken und die dann sagen, oh, cool, Benedikt, schön, dass man dich mal wieder sieht, mit denen kann ich mich auch unterhalten und so, das ist alles nett. Mhm. Wenn ich auf blöder Christ tue, dann habe ich halt irgendwie 120 Leute, die ganze Zeit auf mich ausrasten. Das ist, da habe ich lieber die Views, als dass ich irgendwie, weiß nicht, als dass mir nette Sachen gesagt werden. Ja, oder mal so, ne? Man kann ja mal polarisieren, mal nette Runde.
Aber das ist ja ein bisschen eigentlich, jetzt mich auch an sowas erinnert wie Moneyboy. Der hat ja auch, der wurde ja auch am Anfang lange spekuliert, ob der das ernst meint oder nicht. Und dann hat er irgendwann mal so durchscheinen lassen, okay, also ist jetzt nicht alles so ganz ernst gemeint. Und dann fanden ihn aber trotzdem noch viele cool. Und das ist halt ja trotzdem Ich immer noch mag Money witzig. Boy, also ich finde ihn ganz lustig. Ich finde ihn auch witzig. Man muss sich ja auch nicht immer so ernst nehmen, kann man ja mal machen. Nee, gar nicht. Und ich habe auch ehrlich gesagt riesigen Respekt vor so Leuten, die sich nicht ernst nehmen und die irgendwie nicht beziehen mit diesem komischen. Ich muss mich in jeder Situation, egal in welchem Winkel, egal in welcher Pose, muss ich so toll wie möglich aussehen und jeder muss denken, ich bin der Übergangster. Ich weiß nicht, das ist einfach nicht meine Welt. Ich wurde gerade jetzt aus dem Chat noch gefragt, warum du das machst und was deine Intention ist. Oh, ganz ehrlich, das wurde ich schon so oft gefragt und ich habe schon so viele verschiedene Antworten darauf gegeben, dass ich es gar nicht mehr weiß. Also, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich mache das, weil es mir Spaß macht, weil ich Leute habe, die Spaß daran haben, sich das anzugucken. Und wenn ich etwas länger mal kein Benedikt-Video mache, werde ich auch in meinem privaten Umkreis schon gefragt, ja, wann kommt denn mal das nächste Benedikt-Video? Wir warten schon. Also hast du so Privatkumpels, die das auch witzig finden? Ich kenne das bei mir so, dass manche Leute aus dem privaten Umfeld das richtig geil fanden und manche fanden es richtig scheiße, aber vielen ist auch egal gewesen einfach. Viele haben mich danach gefragt, sag mal, wieso machst du dich so lächerlich? Schämst du dich nicht dabei? Ja. Und ich habe mich immer gefragt, warum sollte ich mich dafür schämen? Ich weiß doch ganz genau, dass das alles eine Arschgewarf ist, ich weiß nicht, da ist auch niemand, den ich jemals wiedersehen werde, wo es mir wichtig ist, dass der mich für cool hält. Ich weiß nicht, also das, vielleicht bin ich auch einfach die richtige Person für so einen Quatsch. Ja, ich find's cool. Mich hat's auch neben Moneyboy ein bisschen an Billy Bob Neck erinnert. Ich glaube, den kennt gar keiner mehr. Also ich kenne mich auf jeden Fall. Also der hat auf Englisch sowas abgezogen. Der hat auf Englisch so ein Christenzeug gemacht Ach und komm, sag mir, das ist da hinten der Hirsch vom Domian. ja, ich habe mir den Hintergrund zeichnen lassen von Hachiu, der hier auch ein Streamer ist und der hat mir diese schicke Wand gezeichnet, weil ich da hier einen Greenscreen hinter mir habe und ich wollte irgendwas, was ein bisschen nach coolem Studio aussieht. Und damit das ein bisschen belebter ist, hat er gesagt, man könnte ja noch Sachen hinstellen. Und ja, ich wollte auf jeden Fall den Domian-Elch haben, weil Domian ein cooler Typ ist. Nachdem ich geleakt wurde, habe ich auch erstmal ein paar Streams versucht, dann jetzt auf Domian weiterzumachen. Und ich habe das dann alles auch so aufgebaut und so. Und ich habe mir dann auch so einen Hirsch hingestellt. Und den habe ich nach dem ersten Stream, gleich sobald die Kamera aus war, umgesmackt und zerbockt. Und mein ganzes Zimmer war voll mit scheiß Hirsch. Aus Versehen einfach, oder? Ja, aus Versehen Ah, halt. scheiße. Und dann Ja, nicht mal auf also. Kamera. Nee, nicht mal auf Kamera. Das hätte lustig ausgesehen, Ich ja. sollte mir auch mal irgendwo einen besorgen. Hattest du einen, der so aussah wie der echte? Ich hatte einen, der sah nicht ganz so aus wie der echte, aber nah genug, sodass ich ihn auf Bild haben wollte. Ich habe den mal gesucht und wollte mir so einen besorgen, aber habe nichts gefunden, was nah genug rankam, dass das irgendwie cool war. Ja, der hat auch diesen komischen Penis, auf dem der steht. Ich verstehe nicht, was das soll. Ich auch nicht. Aber ja, also Domian ist schon. Ich fand es echt schade, dass der aufgehört hat. Den mochte ich ganz gerne. War, aber ganz ehrlich, ich kann nachvollziehen, was der sich für einen kranken Scheiß immer reißt. Da gehst du doch kaputt als Ja, Mensch klar. irgendwann. Der hatte auch einen total abgefuckten Schlafrhythmus, weil der direkt nach der Sendung nicht unbedingt schlafen gehen kann. Er meinte, man muss das nachts machen, weil da die Leute ein bisschen freier darüber erzählen, was sie so bedrückt, ne? Dass sie das jetzt morgens oder mittags nicht so gut machen würden. Und dass die Nacht sehr, sehr wichtig ist, aber wenn du da halt dann jede Nacht sitzt, dann hast du halt einen total beschissenen Schlafrhythmus. Den kann man mal eine Weile machen, aber der hat das ja über Jahre gemacht. Und dann auch noch, das ist immer so eine Sache, ich habe das gerne geguckt und ich mochte auch ganz gerne diese Leute, die von seltsamen Fetischen erzählt haben oder diese Leute, die halt sich aufgeregt haben oder den guten Herrn Norra gab es ja, den Außerirdischen. Solche Leute habe ich immer sehr gerne geschaut. Den habe ich auf YouTube gesehen. Aber es haben halt auch leider sehr oft Leute angerufen, die so traurige Geschichten hatten. Irgendein Verwandter ist gestorben, sie sind sterbenskrank oder so. Und ich muss sagen, es klingt ein bisschen herzlos, aber ich höre sowas nicht so gerne. Ja, aber das ist doch, ich glaube, dass du sowas nicht so gerne hörst, zeigt doch, dass das alles andere als herzlos ist von deiner Seite aus.
Das zeigt doch, dass du empathisch genug bist, als dass du dir sowas nicht reinziehen möchtest, weil es dich runterzieht. Also die tun mir halt auch leid, ne? Aber wenn man jetzt sich da so mehrere hintereinander anhört, die halt nur traurig sind und denen ganz viele schlimme Dinge passieren, dann nimmt einen das so ein bisschen mit und dann ist das irgendwie nicht so schön. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich fand ja dann... Ja. Ja, du wolltest gerade was sagen, ich habe dir reingelegt. Du wolltest auch was sagen, haben wir gleich reagiert. Okay, ja, der Domian hat ja auch einmal angefangen zu weinen, weil eine Story, die den Jungen gedrückt hat, zu krass war. Ja, das ist halt irgendwie... Ich weiß nicht. Ich finde das immer ganz cool, wenn man das eher so auf diese... Also es ist schon gut, dass es das gibt, ne? Aber ich glaube, ich könnte das zum Beispiel auch nicht. Ich kann... Ich habe ja auch mal so eine Show gehabt, wo man quasi anrufen konnte, aber ich habe auch, wir nach 50 Folgen ungefähr waren das, haben wir auch gemerkt, dass das nicht das Gleiche ist, wenn du mit der eigenen Community über Discord redest, die dich halt schon irgendwie kennen und die das bei Twitch oder YouTube gucken. Das ist halt nicht das Gleiche wie Leute, die das im Fernsehen oder im Radio sehen und da anrufen. Das ist irgendwie schon ein Unterschied. Aber da haben halt nur Leute angerufen, größtenteils, die Blödsinn gemacht haben oder so, oder die über ein Thema geredet haben. Das war jetzt nichts so krasses eigentlich. Ja, außerdem ist halt, wenn du es selber versuchst, rufen die Leute an und erzählen, du weißt halt meist in den meisten Fällen, dass es nur eine Story ist. Du, du musst los, ne? Aber es hat mich wirklich gefreut und mir extrem viel Spaß gemacht. Das war das erste Mal, dass ich mich irgendwie jetzt in dem Interview oder in einem anderen Stream. Also ich bin auch, glaube ich, abgesehen einmal vom Drachenstream noch nie in einen anderen Stream reingegangen. Also da kannst du dich geehrt fühlen. Das tue ich. Freut mich. Und ich mag deine Community. Also was ich an Kommentaren gelesen habe, war größtenteils, hat mich positiv überrascht. Ich hatte auch irgendwie so im Hinterkopf, dass vielleicht noch ein bisschen Drachen-Community, also von den Leuten, die hier die ganze Zeit flamen, aber das ist ja nicht der Fall. Ich denke mal, die kennen den alle, aber die richtig Hardcore-Leute, die den Rainer tot sehen wollen, die meisten von denen sind hier, glaube ich, auch nicht anwesend oder sie mögen mich nicht. Ja. Na gut, wie gehe ich aus dem Stream raus? Wie funktioniert das? Das musst du mir jetzt kurz noch erklären. Ich kann hier diesen Knopf drücken, dann sieht man dich nicht mehr. Und dann kriegst du mich raus. Ah, okay. Kann ich machen, wenn du willst. Also ich bedanke mich jedenfalls, dass du da warst. Ich beende dann danach auch den Stream und ich habe bald wieder mal eine Folge. Ich habe noch keinen Termin. Gibt 2-3 Leute, die ich angefragt habe. Vermutlich gibt es am Sonntag noch eine Folge um 20 Uhr auf hier dem Twitch-Kanal. Wenn alles gut läuft, denk mal, es bleibt dabei und sonst, es kommen weitere Folgen. Ich kann noch nichts Genaueres sagen, aber ich glaube, es wird interessant. Ja, also dann wünsche ich allen, die hier mir zugeguckt haben und sich über mich freuen, einen wunderschönen Abend. Guckt auf YouTube, Benedikt offiziell. YouTube-Videos kann ich nur empfehlen. Ich habe da auch Streams hochgeladen. Guter Mann. Dankeschön. Checkt den Channel aus, abonniert, liked und was auch immer man dann noch so tut, kommentieren und wir sehen uns. Ja, ich wünsche dir viel Glück damit. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Jetzt lege ich den auf, den guten Mann. Hat mir Spaß gemacht. War eine ganz nette Folge. Ist ein bisschen kürzer als sonst gewesen. Aber ich denke mal, das wurde eigentlich das meiste gesagt. Dr. Oll mag ihn nicht so gerne, wie ich aus dem Chat sehe. können wir Dr. Oll schon einweihen in unseren Plan, was wir mal... Oder bin ich dann ein Ankündigungslord? Ja, das ist halt noch nicht sicher. Ne? Ja, ist noch nicht sicher. Ich schreibe dir privat. Ich fand ihn auch ein bisschen durchschaubar. Wir können ja noch ein bisschen Fazitrunde machen hier. Die YouTube-Aufnahme läuft noch. Wie fandet ihr den Stream? Wie findet ihr Benedikt? Ihr könnt ja ein bisschen schreiben und ich gehe ein bisschen auf den Chat ein. Du gehst auf den Chat ein? Ausnahmsweise mal. Fanmanagement? Bene hat nicht gesagt, dass ich der Beste bin. Verdammt. Hättet ihr mich da mal früher dran erinnert, dann hätte ich ein Outro. Ich kann ihn ja nochmal fragen, ob er mir das nochmal schickt. Okay.
Also, wie ich gerade sehe, Dr. Oll ist nicht begeistert. Er meinte, er wäre zu durchschaubar und hat sich als toller Troll feiern lassen. Aber naja, Fleischblümle fand ihn lustig. Für Bene ist Gott der Beste, das stimmt. Er kann nicht sagen, dass ich der Beste bin, weil Gott und Jesus sind nochmal drüber. Kann man leider nichts machen. Aber also Imp ist der Drittbeste, der Heilige Geist. Imp ist der Viertbeste, ist auch noch okay. Damit bin ich einverstanden. Benedikt, Ehre, aber wir brauchen Pierre als Gast. Pierre Vogel, oder was? Ich glaube es... Ja, ich weiß nicht. Also, wenn der nur trollen würde, wäre das auch lustig. Stellt euch mal vor, so wie bei Benedikt, ich würde jetzt mit Pierre Vogel die gleiche Nummer abziehen und so eine halbe Stunde so über Islam reden und dabei mal sagt er, boah, ich kann das nicht mehr. Hallo, Pierre, hier war auch nur Quatsch. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ja, wäre aber witzig. Würde mir gefallen. Bei Pierre wäre das überhaupt nicht witzig. Also doch, wenn Pierre jetzt einfach sagen würde, ich habe die letzten Jahre nur Quatsch erzählt und das war jetzt alles ein Riesenjoke, um im Impfung aufzuklären, dass das Blödsinn ist, das wäre schon witzig, aber ich glaube, das wird er nicht machen. Ich denke mal auch, dass der das wirklich ernst meint. Im Namen des Impels und des heiligen Imp, Amen. Wie wäre als Gast Gott? Ich kann ihn ja mal fragen. Naja gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Ich mache jetzt hier diese Aufnahme auf. Grüße an die YouTube-Leute und die Podcast-Hörer auf Spotify und iTunes, wenn das mal funktioniert. Die letzten Tage hat das ein bisschen gebuggt. Ich habe langsam sogar fast den Nerv verloren und gedacht, ich lasse die ganze Scheiße, ich benutze das ja selber nicht. Ich mache jetzt nur noch Twitch und YouTube, aber ich glaube, manche Leute wären traurig und dann versuche ich das weiterzumachen, wenn mein komisches Upload-Skript weiter funktioniert und die Seiten, da ist manchmal ein bisschen, keine Ahnung, funktioniert manchmal nicht so toll. Gut, bis bald, vielleicht Sonntag, schaut rein, vielleicht auch sonst wann anders. Ich streame eigentlich aktuell fast jeden Tag, aber Podcast gibt's halt nur, wenn ich einen passenden Gast finde. Ich will das jetzt auch nicht irgendwie erzwingen. Ich nehme nur Gäste rein, die ich selber interessant finde, wo ich denke, da kann man ein bisschen reden, da ist was Lustiges. Und sonst streame ich halt irgendwas, ne? Ich sitze hier ein bisschen rum, quatsche ein bisschen, reden über irgendwelche Themen, die passiert sind, oder ich spiele Videospiele und ich weiß auch nicht, warum da Leute bei zugucken. Aber danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.